Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 13. Folge von Praxisdialog Agrar, dem Online-Pflanzenbauforum der Saatenunion. Heute möchten wir mit Ihnen über das Thema mit Ackerbohnen und Körnererbsen die Fruchtfolgen bereichern, Anbau, Ernte und Vermarktung optimieren diskutieren. Mein Name ist Daniel Dabbelt, ich bin Redakteur der landwirtschaftlichen Fachzeitschrift Top Agrar und freue mich, Sie auch heute durch die Veranstaltung führen zu dürfen. Sehr gerne möchte ich Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen. Das sind zum einen Jan Böse von der Norddeutschen Pflanzenzucht oder auch kurz NPZ. Herr Böse ist dort tätig als Produktmanager für Leguminosen und das sowohl national als auch international. Herzlich willkommen, Herr Böse. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Guten Morgen. Moin aus Schleswig-Holstein hier in Hohenlied. Unser zweiter Redner wird heute sein Dr. Christoph Algermissen von der Gutsverwaltung Grünhorst aus Holzsee, ebenfalls aus Schleswig-Holstein. Herr Algermissen ist Betriebsleiter auf dem Betrieb und hat in seiner Laufbahn aber auch Erfahrung in der Beratung sammeln können. Herr Algermissen war bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Referent für Öl- und Eiweißpflanzen. Herzlich willkommen, Herr Algermissen. Ja, auch von mir guten Morgen in die Runde. Ja, sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschauer, ich möchte ganz kurz ins Thema einleiten. Wir befassen uns heute mit Ackerbohnen und Erbsen. Im Dezember 2012 hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Eiweißpflanzenstrategie veröffentlicht. Politisch betrachtet leistet diese einen wesentlichen Beitrag für die Nachhaltigkeitsstrategie, welche wiederum 2017 von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Aber was bedeutet das aus praktischer Sicht, was uns vielleicht heute viel mehr interessiert? Mit der Eiweißpflanzenstrategie sollte der zurückgegangene Leguminosenanbau in Deutschland wieder gepusht werden. Die Anbaufläche sollte erweitert werden. Dazu sollten die Wettbewerbsnachteile der Eiweißpflanzen verringert werden, Forschungslücken sollten geschlossen werden und die Nachfrage gesteigert werden. Auch die Ackerbaustrategie nimmt die Leguminose mit auf. Dort geht es vor allem darum, die Fruchtfolge zu erweitern, in der dann die Leguminose eine wichtige Rolle spielen kann. Wenn wir uns die Entwicklung der Ackerbohne und auch der Erbse anschauen, so ist eine eindeutige Tendenz zu erkennen. Im Jahr 2010 wurden in Deutschland ca. 16.000 Hektar Ackerbohnen angebaut. Im Jahr 2020 waren es knapp 60.000 Hektar. Bei der Erbse war die Entwicklung nicht ganz so stark, aber auch deutlich erkennbar. Von 57.000 Hektar in 2010 auf ca. 82.000 Hektar in 2020. Summiert man die Anbaufläche der Ackerbohne und der Körnererbse, kommen wir auf ca. 142.000 Hektar. Wenn man diese Zahl der gesamten Ackerfläche gegenüberstellt, ist sie doch wieder verschwindend gering und liegt unter 2%. Da kann man sich die Frage stellen, wie man dieses Niveau aktuell einordnet. Reicht das? Geht da noch viel mehr? Muss da noch viel mehr gehen? Gerade auch, weil die Vorteile der Leguminosen, sprich Stickstofffixierung, sehr hohe Vorfruchtwerte und letztendlich die Produktion heimischer Eiweiße durchaus bekannt sind. Wollten wir diese Frage beantworten, müssten wir, glaube ich, heute sehr politisch diskutieren. Das wollen wir aber nicht machen. Wir wollen eher fachlich unterwegs sein und uns auf den Anbau und die Vermarktung konzentrieren. Wir wollen Neueinsteigern wichtige Aspekte für die Kulturführung und die Vermarktung mit auf den Weg geben und vielleicht auch die ein oder andere Bedenken aus dem Weg räumen. Für die langjährigen Anbauer möchten wir neueste Erkenntnisse aus Züchtung und Praxis mit Ihnen diskutieren. Ich freue mich heute sehr, dafür Herrn Böse von der NPZ als Referenten hier haben zu können. Herr Böse, ich übergebe Ihnen das Wort und freue mich auf Ihre Ausführung. Ja, vielen Dank, Herr Dabbelt. Ich hoffe, man sieht jetzt meine Präsentation und kann mich auch verstehen. Ja, wir verstehen Sie sehr gut und die Präsentation ist zu sehen. Perfekt. Das Thema ist eingeblendet.
Das Thema lautet: Mit Ackerbohnen und Körnererbsen die Fruchtfolge bereichern, Anbau, Ernte und Vermarktung optimieren. Mein Ziel ist es, die Grundlagen des Leguminosenanbaus zu übermitteln und einzelne Details auch zu vertiefen. Denn ich denke, wir haben viele Zuschauer, die einen steigen gerade erst ein und andere sind langjährig erfahren. Und ich hoffe dabei, die wichtigsten Informationen vermitteln zu können. Wir steigen direkt in den Anbau von Ackerbohnen und Erbsen ein. Um das Ganze einzuordnen, möchte ich mit einer etwas globaleren Übersicht beginnen, und zwar mit dem Blick auf den Ackerbohnenanbau in Europa. Und dann ist zu sehen, sind die Anbauflächen in 1000 Hektar. Und wenn man sich das näher betrachtet, sieht man, dass England oder UK mit fast 190.000 Hektar mit Abstand das wichtigste Anbauland für Ackerbohnen in Europa ist, gefolgt vom baltischen Staaten, die zusammen auch auf knapp 100.000 Hektar kommen. Danach ist Frankreich das drittgrößte Land und Deutschland mit knapp 60.000 Hektar an vierter Stelle. Wir sehen hier oben mit über 640.000 Hektar, dass sich der Anbauumfang in 2020 doch wieder deutlich erhöht hat, und das spiegelt sich auch auf die produzierte Ware über. Herr Dabbelt hatte schon einleitend den Verlauf der letzten Jahre gesehen. Das hier ist jetzt die Betrachtung für Europa, und da ist England halt mit eingeschlossen. Der Markt hat sich stabilisiert und ist auf einem relativ hohen Niveau. Und für uns heute hier der Blick noch auf die deutsche Karte. Was bedeutet das für Deutschland? Wo werden die meisten Ackerbohnen angebaut? In dieser Grafik bedeutet die grüne Farbe in einem Bundesland einen positiven Flächenzuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Also das sind die Zahlen von 2020. Und wir sehen, dass eigentlich in Gesamtwest, Norddeutschland der Anbau zugenommen hat, hingegen etwas abgenommen hat er in Süddeutschland, in Bayern und auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wir sehen aber bei genauerer Betrachtung, dass der Schwerpunkt des Ackerbohnenanbaus doch deutlich im Westen und im Norden konzentriert ist. Und warum das so ist, da werde ich im Folgenden nochmal etwas näher drauf eingehen. Interessant ist hier noch zu nennen, dass die Durchschnittserträge in 2020 mit knapp 40 Dezitonnen je Hektar doch wieder ein relativ hohes Niveau erreichten. Dazu ist noch zu nennen, dass diese Zahlen statistische Werte sind und da sowohl konventionelle als auch ökologische Ergebnisse mit einfließen. Die gleiche Übersicht für Körnererbsen. Und da sieht man auch auf den ersten Blick, dass es Länder außerhalb von Deutschland gibt, die auch einen sehr hohen Umfang, Anbauumfang von Körnererbsen haben. Allen voran ist hier zu nennen in Europa Frankreich mit über 226.000 Hektar. Sicherlich das interessanteste Land für den Erbsenanbau europaweit. Gefolgt auch von Spanien, Rumänien und dann aber auch Deutschland und die baltischen Staaten. In Gesamteuropa liegt der Anbauumfang mit knapp 890.000 Hektar nochmal über dem Ackerbohnenumfang, den ich gerade gezeigt hatte. Wir sehen auch hier die Entwicklung der letzten 7 Jahre, und der Anbau der Erbsen ist auch stetig, hat sich gefestigt und im Vergleich zu den Ackerbohnen halt etwas höher. Der gleiche Blick wieder auf die Karte in Deutschland, und hier kreise ich besonders den östlichen und den südlichen Teil ein, wo der Schwerpunkt des Erbsenanbaus ist. Wir liegen bei dem Erbsenanbau
Gesamtdeutschland mit 82.600 Hektar in 2020 wieder auf einem sehr hohen Niveau. Wir sehen das auch hier, dass einige der Bundesländer grün gefärbt sind. Das bedeutet ein Zuwachs der Anbaufläche in 2020 im Vergleich zu 2019. Wir sehen aber hier auf der rechten Seite, dass die Durchschnittserträge mit knapp über 35 Doppelzentner bei den Erbsen geringer sind als bei Ackerbohnen. Warum das so ist, da kommen wir später noch zu. Das sollte dazu dienen, um den Anbau von Leguminosen etwas globaler zu betrachten. Für uns als Züchter ist außerhalb von Deutschland, wie angesprochen, sind auch andere Märkte wichtig. Und jetzt gehen wir etwas näher ins Detail. Ich möchte anfangen mit dem Anbau von Ackerbohnen. Welche generellen Empfehlungen sind hier wichtig zu nennen? Wenn wir Ackerbohnen anbauen, müssen wir als erstes uns mit dem TKG auseinandersetzen, der 1000-Korn-Masse oder dem 1000-Korn-Gewicht. Je nach Sorte und auch je nach Jahr, nach Erntejahr, kann das TKG doch sehr schwankend ausfallen. Und man sieht hier eine weite Spanne von 350 bis 700 Gramm. Es gibt einzelne Jahre, da ist das auch, kann das durchaus noch höher ausfallen. Wir wenden den Blick auf die Aussaatstärke und wir befinden uns sicherlich kurz vor der Aussaat oder bereits in der Aussaatzeit für die Sommerleguminosen und darauf wird auch heute der Fokus liegen. Die ideale Aussaatstärke liegt zwischen 30 und 50 Körner für die Sommerform, die Winterform entsprechend geringer mit 20 bis 25 Körner. Bei der Ackerbohne ist die Saattiefe mit 6 bis 10 Zentimetern pauschal so zu nennen. Es kommt sicherlich sehr auf die individuellen Gegebenheiten, auf die Bodenart, Bodenbeschaffenheit und auch ein bisschen auf den Saatzeitpunkt drauf an. Aber als Faustregel kann man diese Saattiefe immer mitnehmen. Gleiches gilt für das Aussaatdatum, für die Aussaatzeit. Die Spanne von Mitte Februar bis Anfang April ist sicherlich sehr weit, aber es gibt jahresbedingt Saatfenster und ich denke, in diesem Jahr war es ein sehr gutes Beispiel, dass man auch mit einer frühen Aussaat sehr gut die Ackerbohnen bestellen kann, da wo der Boden das zulässt. Allerdings hat man mit der Aussaat, wenn es dann jetzt regenbedingt nicht funktioniert, auch noch die Möglichkeit zum späteren Aussaatzeitpunkt bis in den April rein gut die Ackerbohnen in die Erde zu bekommen. Die Frosttoleranz und damit ist die Frosttoleranz von jungen, auflaufenden Ackerbohnen gemeint, die ist eher niedrig. Kleinere Frostereignisse kann die Bohne sehr gut ab. Puffern. Allerdings, wenn es über mehrere Tage und gerade wenn die Ackerbohne im Durchstoßen ist, wenn noch das Keimblatt zu sehen ist, wenn es da friert, dann kann das auch durchaus schon mal kneifen. Die Ackerbohne bevorzugt mittlere bis schwerere Böden und der pH-Wert sollte im mittleren leicht alkalischen Bereich liegen. Das hat damit was zu tun, dass die Knöllchenbildung unter den Umständen am reibungslosesten vonstatten geht. Die Toleranz gegen Trockenheit ist ein ganz wichtiges Thema, die ist sehr gering. Und da komme ich gleich nochmal drauf. Abreife ist bei der Ackerbohne von August bis Mitte September. Das hat sehr viel mit der Region und sehr viel mit der Wasserverfügbarkeit zu tun. Und als letzten Punkt möchte ich auf die Anbaupausen hinweisen, die bei der Ackerbohne mindestens 4 Jahre betragen sollten, um Fruchtfolgekrankheiten aus dem Weg zu gehen. Und damit ist gemeint, dass die Ackerbohne jedes 5. Jahr auf dem Feld steht. Wenn wir uns
die Körnererbse auf der anderen Seite angucken, sieht man, dass die 1000 Korngewichte näher beieinander liegen. Wir haben eine Range von ungefähr 200 bis 300 Gramm. Wir unterscheiden bei der Aussaatstärke nicht zwischen Sommer- und Winterform. Das ist schon mal ein Unterschied. Die Aussaatstärke bei Körnererbsen liegt zwischen 80 und 100 Körner. Die Saattiefe ist mit 4 bis 6 Zentimetern angegeben und dabei kann man sich auch grob orientieren, dass die übliche Saattiefe für etwa Winterweizen ein gutes Anhaltsmaß ist. Die Aussaatzeit, das Aussaatdatum sollte so gewählt werden, dass die Böden schon leicht erwärmt sind und dementsprechend etwas später als die Ackerbohne. Zeiten von Mitte März bis Mitte April sind praxisüblich. Ebenfalls ist auch die Frosttoleranz bei Erbsen relativ niedrig. Die Erbse bevorzugt leichte bis mittlere Böden. Der pH-Wert sollte auch im mittleren Bereich liegen. Und die Erbse hat eine etwas höhere Toleranz gegenüber Trockenheit im direkten Vergleich mit der Ackerbohne. Die Abreife ist deutlich früher als bei Ackerbohnen, also Erbsen können schon im Juli reif werden. Es kann auch mal bis in den August reingehen, aber für diejenigen, die Wintererbsen anbauen, da ist die Abreife im Juli an der Reihe. Erbsen sollten noch einen etwas breiteren Anbauabstand haben, um Fruchtfolgekrankheiten vorzubeugen. Wenn man sich das Ganze deutschlandweit anguckt, ist diese Übersicht eine ganz gute Einschätzung vom Julius-Kühn-Institut. Und zwar ist das der Ansatz, dass man den unterschiedlichen Regionen verschiedene Bodenklimaräume zugeordnet hat und anhand dieser Bodenklimaräume eine regionale Anbaueignung aussprechen kann. Und diese Karten sind online verfügbar. Der Link ist hier unten eingefügt. Und wir sehen, dass wir in Deutschland für die Ackerbohnen eine relativ überschaubare Region haben, wo die Anbaueignung so ausgewiesen ist. Es gibt also viele Bereiche, besonders auf den trockeneren Standorten und in den wärmeren Regionen, hier unten im Südwesten, wo der Anbau von Ackerbohnen per se nicht empfohlen wird oder nicht empfohlen ist. Für die Körnererbsen sieht das Ganze schon anders aus. Da ist fast die gesamte Landkarte in Deutschland gefüllt. Und das ist mitunter ein Punkt, warum die Körnererbse erstmal einen größeren Anbauumfang erfährt in Deutschland, weil sie eben verbreiteter angebaut werden kann, weil sie mit weniger Wasser zurechtkommt und weil sie deswegen auch in größeren Teilen anbauwürdig ist. Was bedeutet das konkret, wenn wir über Wasserbedarf sprechen? Und das ist für mich die wichtigste Botschaft. Das sind Ergebnisse aus einem mehrjährigen Forschungsprojekt von der Stiftung des ökologischen Landbaus von Herrn Schmidt, die im Rahmen des Demo-Netzwerkes Erbse-Bohne über mehrere Jahre vierjährig erhoben worden. Das sind Praxisergebnisse von 77 Betrieben, gemischt konventionell und ökologischer Wirtschaftungsweise. Und es ist hier einmal dargestellt auf der linken Seite die Ackerbohne mit ihrem Wasserbedarf oder mit dem Wasserangebot, was vorlag, ergibt sich aus Niederschlag und teilweise aus Beregnung. Und zwar gemessen 2 Wochen nach der Saat bis 3 Wochen vor der Ernte, also in der Hauptphase des Wasserbedarfs. Und wir sehen, dass sowohl ökologische als auch konventionelle Bohnen mit einem positiven Ertragszuwachs reagieren, wenn die Wasserverfügbarkeit in dieser Zeit zunimmt. Wenn wir auf die rechte Seite übergehen, sehen wir die gleiche Grafik für Sommererbsen.
Und wir sehen bereits ab einem Wasserangebot von rund 200 Litern pro Quadratmeter flacht die Kurve doch deutlich ab. Und es zeigt sich somit, dass die Erbse ihren Ertragsoptimum bereits mit geringerer Wasserverfügbarkeit ausschöpfen kann. Und das ist ein Grund, dass die Ackerbohne auf den besseren Standorten stehen sollte. Und mit dem Wissen und auch mit dem Hintergrund der Karte, die ich eben gezeigt habe, kann man so den Standort per se schon mal etwas besser beurteilen bezüglich des Anbaus von Bohnen und Erbsen. Wir gehen weiter in Details zur Aussaat. Ich möchte die Aussaatzeit und die Aussaatstärke an dieser Stelle besonders ansprechen. Und ich habe jetzt im Folgenden zwei Folien von Ergebnissen, die wir bei der norddeutschen Pflanzenzucht mehrjährig durchführen. Wir sehen hier das Ergebnis von unseren Aussaatzeiten und Aussaatstärkenversuchen in Ackerbohnen am Standort Hohenlied, also in Schleswig-Holstein, über die letzten 3 Jahre. Das sind verrechnete Ergebnisse von 2 für uns Standardsorten, Fuego und Tiffany. Und ich möchte den Blick auf das Jahr 2019 lenken, was sicherlich noch dem einen oder anderen im Gedächtnis ist. Wir nämlich ein sehr nasses Frühjahr hatten und sich die Aussaat relativ lang hingezogen hat. Und wir vergleichen einen Normalsaat, also einen normalen Aussaattermin, der für uns in 2019 in der 2. Aprilwoche war, mit einer gezielt späteren Saat, nämlich 3 bis 4 Wochen nach dem ortsüblichen Aussaattermin. Und wenn wir uns die Ergebnisse in 2019 angucken, sehen wir, dass die hellgrünen Balken sind die Normalsaatergebnisse mit den unterschiedlichen Aussaatstärken von 30 bis 60 Körner pro Quadratmeter, dass sich die Normalsaat zur Spätsaat kaum unterscheidet ertraglich. Das bedeutet, dass wir in solchen extremen Jahren, wo wir nasse Aussaatbedingungen haben, auch mit einer späteren Aussaat noch fast das volle Ertragspotenzial der Bohne ausschöpfen können. Wir sehen aber auch, dass im Vergleich zu 2020, wo sicherlich die Aussaatbedingungen im letzten Jahr hier oben im Norden sehr gut waren, dass wir in solchen Jahren unter guten Bedingungen mit der Normalsaat meistens Ertragsvorteile gegenüber einer späteren Saat haben. Und das ist der eindeutige Hinweis, dass es unter guten Bedingungen sich auch lohnt, die Bohne früh in ein gutes Saatbett zu bringen. Ein Satz noch zur Aussaatstärke, die wird üblicherweise mit 40 bis 50 Körnern empfohlen. Das hat sich im Schnitt der letzten Jahre auch bewiesen, dass diese Aussaatstärke zu vertreten ist. Es zeigt sich, dass man mit einer Erhöhung der Saatstärke auf etwa 60 Körner keinen Ertragszuwachs mehr bekommt. Lediglich in der Spätsaat reagiert die Ackerbohne noch mit einer leichten Ertragssteigerung. Ich möchte aber auch dieses Ergebnis für den Bereich Süddeutschland etwas präsentieren, und zwar am Standort Moosburg. Das ist ein Versuchsstandort in der Nähe von München, in der Nähe von Freising, wo sicherlich die klimatischen Bedingungen komplett anders sind als in Schleswig-Holstein im Norden. Wir sehen nämlich, dass wir das, was wir gerade in 2019 gesehen haben, hier so nicht sehen. Wir sehen durchweg einen positiveren Ertragszuwachs bei der Normalsaat gegenüber der Spätsaat. Wir sehen, dass die Spätsaat deutlich abfällt, auch im letzten Jahr gegenüber einer Normalsaat. Und das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Böden sich im südlichen Bereich schneller erwärmen und die Jugendentwicklung sehr entscheidend ist bei den Leguminosen. Und wenn diese schneller vonstatten geht, die Normalsaat einfach Vorteile mit sich bringt. Ja, wir hatten
eben auch über die Saattiefe diskutiert. Ich hatte 6 bis 10 Zentimeter pauschal genannt. Und um das mal etwas zu verdeutlichen, wie das aussehen kann, das ist jetzt hier ein, wie ich finde, ziemlich perfekt vorbereitetes Saatbett. Wir haben einen abgesetzten Saathorizont. Und sehen hier die kleinen Ackerbohnen, die auf etwa 8 Zentimeter abgelegt werden. Wir sehen auch, dass es sich hier um einen Mulchsaatbestand handelt. Ackerbohnen benötigen nicht zwangsläufig die Flugfurche. Das ist noch eine andere Diskussion. Sie sind Mulchsaat geeignet. Sie kommen gut mit Ernterückständen zurecht, weil das Korn an sich ziemlich triebstark ist und der Auflauf somit gewährleistet sein sollte. Es wird viel über Aussaattechnik diskutiert und wir versuchen uns auch mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und als Beispiel dafür möchte ich einen Praxisversuch, einen Streifenversuch aus dem Jahr 2019 hervorheben. Und zwar haben wir versucht, verschiedene Drilltechniken gegeneinander zu vergleichen. Wir haben eine ganz normale Drillsaat mit 45 Körnern verglichen. Wir haben eine EKS, eine Einzelkornsaat, daneben gestellt. Die Einzelkornsaat war technikbedingt auf 28 Körner pro Quadratmeter reduziert, weil wir es hier mit 50 cm Reihenabstand zu tun hatten und ansonsten der Abstand in der Reihe einfach zu gering geworden wäre. Die letzte Saattechnik war eine Claydon-Drillmaschine, was eine Strip-Drillmaschine ist. Und unser Ansatz war, gibt es pflanzenphysiologische Unterschiede zwischen den Aussaatverfahren? Und ich habe jetzt hier rot eingekreist oder markiert die Anzahl der Hülsen zum Zeitpunkt, wo die Hülsenbildung abgeschlossen war. Und wir sehen, dass wir in der Drillsaat circa 8 Hülsen pro Pflanze hatten, bei der Claydon-Saat auch knappe 8 Pflanzen, aber bei der Einzelkornsaat auf 11 Pflanzen, auf 11 Hülsen pro Pflanze gekommen sind. Und das bestätigt die Theorie, dass die Ackerbohne, wenn sie ein höheres Angebot an Licht hat, vor allem mit positivem Blütenansatz. Blütenansatz ist hier vorne ausgewiesen und dadurch auch durch einen höheren Hülsenansatz reagiert. Insgesamt war die Pflanze aber um knapp 10 cm niedriger als beispielsweise die Drillsaat. So, und interessant ist ja jetzt natürlich zum Schluss, gab es auch ertragliche Auswirkungen. Und wir sehen hier unten jeweils in 3 Blöcken wiederholt die Ergebnisse. Wir kamen auf knapp 48 Dezitonnen je Hektar bei der Drillsaat, auf 35,5 bei der Einzelkornsaat und bei der Claydon-Saat mit knapp 44 Dezitonnen. Sieht man, dass es besonders bei der Einzelkornsaat niedrigere Erträge gab. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass wir mehr als 15 Körner weniger pro Quadratmeter gedrillt haben, technisch bedingt, und das sicherlich auch mit dem Ertragseinbußen einhergeht. Es handelt sich hierbei um einen Praxisversuch, das möchte ich nochmal betonen, und wir sehen auch, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Blöcken doch eklatant sich unterscheiden kann. Etwa hier im dritten Block haben wir einen deutlichen Ertragsabfall, den wir so nicht erklären können. Möglicherweise gab es hier auch Bodenunterschiede, die da mit rein spielen. Es zeigt sich einmal mehr, dass ja, die Erträge in der Praxis häufig stark schwankend sind und es da doch große Unterschiede gibt. Herr Böse, ich würde Ich Sie mal möchte dann, bitten, in den nächsten 5 Minuten etwa zum Ende zu kommen. ja, danke für den Hinweis. Ich möchte dann zur Bestandesführung
kommen. Und das geht tatsächlich auch etwas schneller. Ein Hinweis zur Düngung ist an der Stelle, dass die Fruchtfolgedüngung dazu genutzt werden sollte, die Grundnährstoffe abzudecken. Ich spreche da Phosphor und Kali an. Die Ackerbohnen haben keinen erhöhten Bedarf an den beiden genannten Nährstoffen. Eine zusätzliche Stickstoffdüngung ist ausdrücklich nicht notwendig, da sich die Bohne bekanntermaßen selber mit Stickstoff versorgt, durch ihre Symbiose mit den Knöllchenbakterien. Eine gute Versorgung mit Magnesium, Bor und Calcium fördert den Stoffwechsel in der Pflanze und ist über beispielsweise Blattdüngungen sehr gut abzudecken. Ein paar Hinweise zum Pflanzenschutz und hier speziell zum Herbizid, dass das auch einen Grundstein des Leguminosenanbaus darstellt. Und da ist der einschränkende Hinweis, dass wir überwiegend Vorauflauf Mittel zur Verfügung haben und es kaum noch möglich ist, im Nachauflauf gegen Unkräuter zu reagieren. Uns stehen Gräsermittel im Nachauflauf zur Verfügung. Sicherlich sollte aber der Schwerpunkt und der Fokus auf die Vorauflaufbehandlung gelenkt werden. Wir haben vor der Aussaat verschiedene Möglichkeiten durch Bodenbearbeitung oder auch durch den chemischen Einsatz das Unkrautpotenzial schon deutlich zu verringern. Was das für Fungizide und Insektizide bedeutet, möchte ich an dieser Übersicht darstellen. Es gibt verschiedene Schädlinge, die uns Probleme bereiten können. Und ohne darauf jetzt näher einzugehen, soll es hier zeigen, dass wir bereits mit Auflaufen der Kultur intensive Feldkontrolle anraten, um halt die genannten Schädlinge zu identifizieren und gegebenenfalls auch dagegen handeln zu können. Nematoden können auch ein Problem darstellen. Das ist sicherlich über Bodenanalysen abzuklären, ob es da Probleme am Standort gibt. Die lila eingefärbten Pilzkrankheiten sind es, die spielen eigentlich erst ab späterem Zeitpunkt eine Rolle. Besonders die Schokoflecken tauchen aber auch schon im Jugendstadium im Bestand auf. Ja, Beregnung ist unter Umständen ein Thema, besonders in trockenen Erbsenanbauregionen und da besonders ab der Blüte. Wir kommen schon zur Ernte und bei Ackerbohnen ist es so, dass sie problemlos ab 18 Kornfeuchte ausgedroschen werden können. Wenn wir warten, bis die Bohne trocken ist, erhöht sich die Gefahr, dass wir das Erntegut negativ beeinflussen, und zwar durch Mikrorisse oder Bruchkorn. Der Hinweis kommt ein bisschen aus der Saatgutproduktion. Die Trocknung von Ackerbohnen, sofern es nötig ist, sollte langsam erfolgen, wenn es geht, mit Umgebungstemperatur. Und die Lagerung sollte natürlich trocken dann vonstatten gehen. Gleiche Hinweise für die Erbse. Da ist es so, dass die Erbse ja, von 18 bis 20% schon bereits erntefähig sind. Natürlich, je trockener die Erbse ist, desto einfacher geht es mit dem Drusch. Aber auch hier, wenn man auf die Qualität des Erntegutes Wert legen muss, je trockener die Erbse wird und besonders unter 12%, ist die Bruchkorngefahr deutlich erhöht. Ich möchte noch einen Hinweis geben. Es gibt auf der Homepage der Saatenunion verschiedene Fachvideos zu den Themen rund um die Leguminose. Da wird es in Kürze auch ein Aussaatvideo geben mit all den Informationen und auch noch mehr, worüber wir hier heute sprechen. Und dann komme ich zum Abschluss, zum letzten Thema, zur Vermarktung. Man sieht das hier auf der Zusammenfassung sehr schön, dass es viele Wege gibt, um Ackerbohnen und Erbsen gezielt zu vermarkten. Das ist zum einen über die Tierernährung, also über die eigene Verwertung im Betrieb. Aber auch, und das nimmt immer mehr Umfänge an, über die Humanernährung, also gezielte Vermarktung mit dem Ziel,
in der Humanernährung verwendet werden zu können. Und da gibt es ganz verschiedene Produkte, die daraus gemacht werden, verarbeitet werden. Beispielsweise Mehle oder Proteinkonzentrate sind hier zu nennen. Bei den Körnererbsen besonders ist auch die technische Verwertung von der Stärke zu nennen, wo es eine wachsende, aufnehmende Hand gibt. Und auch die Verwertung als Saatgutveredelung sei an dieser Stelle genannt. Das ist die letzte Folie zum Thema Vermarktung. Gibt es auf der Saatenunions Homepage eine gemeinsame Übersicht mit der UFOP zusammen erstellt, wo man beispielsweise für Ackerbohnen und Erbsen auch filtern kann, welche Landhändler in der näheren Umgebung beispielsweise die Kulturen aufnehmen würden, um halt diesen Markt positiv zu beeinflussen. Und damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und freue mich dann im Anschluss auf eine Diskussion. Vielen Dank, Herr Böse, für Ihren Vortrag und für ja, Ihren Ritt durch die Ackerbohnen- und Erbsenkulturführung. Ja, wir haben etliche Fragen im Chat bekommen. Das freut mich sehr, gerade weil ich zu Anfang vergessen habe, auf den Chat hinzuweisen. Scheinbar ist das System da selbsterklärend. Schön, dass es trotzdem so gut geklappt hat. Herr Böse, ich würde direkt einsteigen in die ersten Chatfragen. Und zwar fragt Herr Richard einmal zu der Folie 12. Das war die Folie mit dem Aussaatversuch zu den Ackerboden. Welche Zeitpunkte bedeuten normal und späte Aussaat? Vielleicht dazu noch diese Ergänzung. Und dafür muss ich auch ganz kurz erklären, liebe Zuschauer, unsere Experten sehen den Chat so nicht, so dass ich eben da ein bisschen auch die Diskussion, die im Chat schon angelaufen ist, auch einmal weitergeben möchte. Zum Thema Aussaat, Herr Böse, möchte ich daher noch folgende Ergänzung machen. Mitte April ist nicht früh. Interessant wäre die sehr frühen Saaten wie Anfang März bis Ende März, ob sich das im Ertrag niederschlägt, ob es etwas bringt, so früh auf den Acker zu fahren, um mögliche Grubenschäden in Kauf zu nehmen. Also noch einmal kompakt, bitte sagen Sie einmal, wie es in den Versuchen bei Ihnen war, was da früh und spät war und dann aber noch mal auf die Aussaattermine bitte einzugehen. Also wir haben immer eine Normalsaat verglichen, was eine ortsübliche Saat darstellt. Das ist bei uns in Schleswig-Holstein von Mitte März bis Anfang April jahresbedingt. Es war im letzten Jahr beispielsweise die letzte Märzwoche, wenn wir in 2020 bleiben. Die Spätsaat wurde immer 3 bis 4 Wochen später gedrillt. Und zur Frage, ob sich frühere Aussaatzeiten lohnen, würde ich das so befürworten. Allerdings, wenn es um Krumenschäden geht, das würde ich dann ganz klar ausgrenzen. Also eine frühe Aussaat lohnt sich nur dann, wenn der Boden dadurch nicht geschädigt wird und wenn der Boden auf einer Tiefe von etwa 15 bis 20 Zentimeter noch feucht ist und wir durch Grubber oder ähnliche Werkzeuge eine Schmierschicht erzeugen, dann ist die Ackerbohne und die Erbse sowieso überhaupt nicht dafür geeignet, sie früh in den Boden zu bringen. Es gibt Regionen und aktuell auch einige Landwirte hier in der Umgebung, die die Zeit nutzen, aber nur dort, wo der Boden ausreichend abgetrocknet ist. Okay, vielleicht können Sie auch noch einmal was sagen zu dem Versuch vom Standort Moosburg, wo sich da die Aussaattermine beliefen? Genau, Moosburg ist in der Regel 2 Wochen vor uns und das lag dann im Bereich 9. März bis 15. März bei der Normalsaat und die Spätsaat entsprechend 3 Wochen oder 4 Wochen später. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage zusätzlich. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, zur Aussaat der Ackerbohnen wirklich den Frost zu nutzen? Ich meine, wir haben da vielleicht mal Bedingungen, wo die ersten vielleicht 2, 3, 4 Zentimeter gefroren sind. Wenn wir sie aber auf 7 oder 8 Zentimeter ablegen wollen, funktioniert das? Wie sind Ihre Erfahrungen? Es gibt einige wenige Erfahrungen, die zeigen, dass es gut funktioniert. Sicherlich muss dann auch alles perfekt passen. Das Saatgut muss da sein, die Maschine muss funktionieren, wenn man die Möglichkeit hat. Und
über Frost keine Bodenschäden erzeugt, dann ist es sicherlich eine gute Möglichkeit. Aber ich habe auch auf die Frostsensibilität von Ackerboden und hingewiesen. Die Gefahr ist einfach da, wenn die Ackerboden dann später auflaufen und es dann zu Spätfrösten kommt, jetzt ab Mitte, Ende März, kann der Bestand doch deutlich Schaden nehmen. Und besonders wenn es sich um Saatgutproduktionen handelt, würde ich von Frühsaaten absehen. In der Praxis würde ich sagen, man kann das Risiko streuen, aber sollte nicht alles im frühen Saattermin austrillen. Okay, vielen Dank. Ich möchte sehr gerne die Frage von Herrn Högner noch anschließen. Sie hatten es gerade angesprochen, schon mit der Frosthärte. Solange die Ackerbohne noch nicht aufgelaufen ist, machen Nachtfröste mit minus 6 Grad nichts aus, oder? Das würde ich auch so sehen. Aber minus 6 Grad wirklich als unterste Grenze. Ich hätte eher minus 5 jetzt genannt. Solange die Bohne in der Erde ist, ist die Gefahr von Auswinterungsschäden eher gering anzusehen. Ja, würde ich auch so in die Richtung antworten. Okay, Herr Böse, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführung, für die Beantwortung der ersten Frage. Ich habe noch viele Fragen im Chat, die würde ich aber sehr gerne mit in die Abschlussdiskussion nehmen und würde jetzt erst zu unserem zweiten Redner kommen, Herr Dr. Algermissen. Ist Betriebsleiter auf seinem Betrieb und seit ein paar Jahren jetzt auch befasst sich mit dem Anbau von Ackerbohnen. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Erfahrung. Herr Algermissen, bitte, bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank nochmal für die einführenden Worte, Herr Dabbelt. Sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen, ich möchte mit meiner kurzen Präsentation hier einmal einen Einblick geben in den Ackerbohnenanbau auf unserem Betrieb. Möchte mit einem schönen Bild vom letzten Jahr starten und mit ein paar Grunddaten zu unserem Betrieb. Meine Frau und ich bewirtschaften zusammen das Gut Grünhorst. Das ist in der Nähe von Holzsee, Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, auch ganz in der Nähe der norddeutschen Pflanzenzucht. Wir machen 230 Hektar Ackerbau im konventionellen Stil, 25 bis 55 Bodenpunkte, dabei teilweise sehr heterogen. Das geht vom lehmigen Sand vorherrschend über den sandigen Lehm zum tonigen Lehm. Und es kann auch sein, dass innerhalb von 200 Metern im Acker sich das Ganze einmal komplett von Sand auf tonigen Lehm dreht. Das ist eigentlich so mit eine der Schwierigkeiten, die wir hier oben haben. Mit der Wasserversorgung haben wir in der Regel keine Probleme. Die Verteilung ist natürlich dann auch entscheidend. Und Ackerbohnen bauen wir seit 2019 im Betrieb an. Das möchte ich auch betonen. Also ich bin kein alter Hase im Ackerbohnenanbau. Ich habe natürlich vorher in meiner beratenden Tätigkeit bei der Landwirtschaftskammer schon etwas über Ackerboden natürlich mitgekriegt und auch beraten. Aber wie gesagt, der praktische Anbau auf dem eigenen Betrieb ist dann doch nochmal etwas anderes. Ja, warum Ackerboden? Das ist eigentlich die Frage, die man sich natürlich stellt. Warum bauen wir jetzt Ackerboden an? Gibt es da keine anderen Früchte, die mehr bringen? Natürlich gibt es die. Ich muss ein wenig ausholen. Wir machen den Betrieb seit 2018, wurden vor 2018 von einem anderen Betrieb fremd bewirtschaftet, wo die Fruchtfolge dann relativ eingeschränkt war. Die typische Schleswig-Holsteiner Fruchtfolge, Winterraps, Winterweizen, Wintergerste oder auch ohne Gerste das Ganze. Und das hat natürlich über die Jahre so ein bisschen dazu geführt, dass sich Probleme eingestellt haben. Ich denke, da spreche ich vielen auch aus der Seele, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Bei uns ist es die Verunggrasung an einigen Stellen doch ziemlich stark Ackerfuchsschwanz. Und was natürlich auch ist, dass wir beim Raps durch die enge Rapsfolge ein erhöhtes Potenzial an Ausfallraps im Boden haben, der wirklich flächendeckend vertreten ist. Wir haben inzwischen auf allen Schlägen Kolonie angetroffen oder treffen es auch an. Und die Schädlinge sind in der Gänze auch nicht ganz zu unterschätzen. Wir haben uns daraufhin entschlossen, unsere Fruchtfolge etwas auszuweiten. Man sieht das hier mit den bunten Farben, dass das alles ein bisschen mehr geworden ist. Unser Hauptziel oder eines der Hauptziele war, den Raps in der Fruchtfolge zu halten. Und da ist natürlich klar, dass der dann weiterstehen muss. Der läuft jetzt nur noch alle 6 Jahre auf der gleichen Fläche. Wir bauen auf Winterraps den Winterweizen an. Danach kommt der Mais. Wir konnten einen Abnahmevertrag mit einer Biogasanlage machen, die in naher Entfernung ist.
Nach dem Mais kommt die Ackerbohne, danach der Winterweizen, der sich mit dem Rapsweizen eigentlich sehr gut messen kann. Und nach dem Winterweizen kommt eine ja quasi abtragende Frucht, in dem Fall Wintergerste oder dieses Jahr auch ein bisschen Experimente mit Winterroggen, Wintertritikale als GPS-Gemisch. Da müssen wir mal sehen, wie sich das zeigt. Bei der Ackerbohne haben wir die Möglichkeit der Saatguterzeugung. Das ist natürlich eine verbesserte Wirtschaftlichkeit gegenüber dem Konsumanbau. Aber auch der Konsumanbau bei den Preisen derzeit ist vielleicht da auch nicht ganz uninteressant. Diese Fruchtfolge hat den Vorteil, dass wir natürlich auch mit Zwischenfrüchten arbeiten können, was wir nach Weizen zu Mais inzwischen konsequent machen. Andere Zwischenfrüchte nach einer frühräumenden GPS, da sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren. Weitere Vorteile der Ackerbohne sehe ich neben dem eben genannten Unterbrechung der Krankheitszyklen und dem erweiterten Resistenzmanagement bei Herbiziden in einer Glättung der Arbeitsspitzen außer Ernte. Wobei Ernte kann man so ein bisschen einklammern wieder, weil natürlich, wenn die Ackerbohnen bei uns geerntet werden, Ende August oder Anfang September, steht auch der Raps schon wieder mit der Aussaat vor der Tür oder man muss auch schon wieder aussehen dann. Verbesserung der Bodenstruktur, humusmehrend durch ein relativ tiefreifendes, ausgedehntes Wurzelsystem. Wir haben eine Einsparung an N-Dünger. Da muss man auch heutzutage das einfach mal betonen, weil an jeder Ecke soll ja CO2 eingespart werden. Und in dem Fall ist es wirklich eine aktive CO2-Einsparung dadurch, dass wir keinen Harnstoff oder Kalkamum dann auf die Fläche bringen müssen. Erhöhung der Biodiversität, das muss heutzutage auch genannt werden. Wir haben zusätzliche Blühpflanzen für Insekten. Man sieht das hier unten auf dem Bild, dass wir einen Imker haben, der normalerweise dann natürlich die Stöcke erstmal an den Raps stellt. Wenn der Raps dann durch ist, dann siedelt er aber in die Bohnen um. Und wenn man vor dem Feld steht, dann kann man das immer sehr schön brummen hören. Also da ist wirklich richtig was los in dem Acker. Wir kommen zum praktischen Anbau. Nach der Maisernte machen wir grundsätzlich einen Stoppelmulch. Das ist nicht unbedingt aus Angst vor Maiszünstler, soweit ist es hier oben noch nicht. Aber ich finde das vorteilhaft gerade für die Regenwürmer, die sich die abgestorbenen oder die restlichen Pflanzenreste von der Bodenoberfläche reinziehen in den Boden. Das machen sie normalerweise nicht mit ganzen Strunken vom Mais, sondern müssen da wirklich kleine Teile haben. Deswegen machen wir den erstmal etwas klein. Eventuell erfolgt eine tiefe Bodenbearbeitung, entweder im Herbst oder im Frühjahr. Das ist immer abhängig vom Bodenzustand. Glyphosat kann man auch einsetzen bei Problemflächen. Grunddüngung ist nach Entzug. Die Saat erfolgt mit einer Claydon-Drille auf 8 bis 12 Zentimeter. Bei uns hat sich so 40 Körner eingependelt. Das erfolgt ab circa Mitte März. Wir walzen das Ganze an, einfach aufgrund einer besseren Bodenherbizidwirkung, die wir dann natürlich durch die kleinen Kluten besser haben. Ich habe einige Bilder mitgebracht am Beispiel unseres Aussaat 2020. Wir hatten eine relativ nasse Maisernte. Man sieht, der Acker ist teilweise etwas verschlemmt. Da musste dann Mitte März erstmal ein bisschen Luft dran. Wir hatten die Chance, eine Spatenrollegge auszuleihen, die wirklich nur ganz leicht den Boden lüftet, gar nicht mehr verdichtet, also ohne Packer. Und konnten dann etwa eine Woche später dann auch schon den tieferen Grubberstrich durchführen mit ca. 20 cm. Man sieht hier, das ist sehr gut abgetrocknet mit der Spatenrollegge. Das hat also sehr gut funktioniert. Und einen Tag später konnte dann auch schon die Aussaat erfolgen. Also man sieht, dass der Boden in der Zeit auch wieder abgetrocknet ist. Man sieht natürlich, dass die Claydon-Drillmaschine, die ja mit einem Lockerungsschar arbeitet, was vorne läuft und einem Drillschar arbeitet, was hinten läuft, dann auch wieder etwas nässeren Boden hochholt. Aber das ist in dem Fall nicht ganz so schlimm gewesen. 8 bis 12 Zentimeter ist ein vager Raum. Das ist bei einer Clay nicht ganz so einfach zu erfassen, aber das ist so das Range eigentlich, wo wir die Ackerbohne ablegen. Wenn der Boden komplett getrocknet ist, hatte ich schon erwähnt, das wird dann einmal nochmal komplett angewalzt. Einen kurzen Exkurs zur Besonderheit der Aussaattiefe. Im rechten Bild ist eigentlich unsere maximale Aussaattiefe. Das sind ungefähr die 12 Zentimeter, die wir maximal anstreben. Zu meiner Zeit bei der Offizialberatung haben wir mal Versuche mit tieferer Saat gemacht. Da ging das bis zu 20 Zentimetern. Hier ist es ungefähr 15 Zentimeter gewesen. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, ob eine Tiefsaat mit eventuell tiefreichenderen Wurzeln für die Wasserversorgung besser ist bei der Ackerbohne. Wir haben den Versuch exakt beerntet. Es war ein relativ trockenes Jahr auf wirklich sandigem Lehm, also auch ein Boden, der dann im Frühjahr mal in die Trockenphase fällt. Und wir haben dort keinen Vorteil feststellen können. Die Bohne ist in der Lage, auch aus 20 Zentimeter tief zu wurzeln.
Sie muss ein bisschen mit der Vitalität am Anfang kämpfen. Man sieht das hier mit den gelben Stellen. Aber es hat für sie in dem Fall keinen Vorteil gebracht. Und von daher bin ich da auch so ein bisschen wieder von ab. Und 12 Zentimeter ist bei mir wirklich die äußerste Grenze. Pflanzenschutz, ganz wichtig, wenn man nach Mais Ackerboden baut, muss man bereits bei den Maisherbiziden aufpassen. Man darf keine Mittel verwenden, die Auflagen 713, 729 haben. Da ist zum Beispiel das Calaris zu nennen, weil das ganz klare Auflagen sind, die dann auch einen Erbsen- und Ackerbodenanbau in der Folge ausschließen. Herbizid machen wir vor Auflauf, Nachauflauf, bei Bedarf zur Gräserbekämpfung. Fungizid nach Bedarf, wir haben das eben schon bei Herrn Böse gesehen. Man hat dadurch einen tendenziell höheren Ertrag, das kommt auch in den Versuchen raus. Man muss allerdings immer hinsichtlich der späteren Abreife, gerade bei Strobilurin, dann etwas aufpassen. Blattdüngung erfolgt ganz normal Bor, Mangan, Schwefel, Magnesium. Insektizid bei etwas stärkerem Blattrandkäferbefall beziehungsweise später bei virusübertragenden Läusen ist dann gesetzt. Auf den Blattrandkäferbefall möchte ich auch noch kurz eingehen. Man sieht hier Fotos aus unserem ersten Jahr mit Ackerbohnen. Das sind teilweise schon sehr stark geschädigte Pflanzen am Anfang der Vegetation. Und das hat mich wirklich überrascht, weil in dem Betrieb über 20 Jahre keine Leguminosen standen, keine Erbsen, keine Ackerbohnen. Und wir einen massiven Befall hatten auf der gesamten Fläche. Das war nicht nur am Rand so, das war in der gesamten Ackerfläche der Fall. Im Endeffekt ist es so, dass wir auf Greening-Fläche, also auf ökologischer Vorrangfläche, Randstreifen an Gewässern auch etwas Klee stehen haben. Und man sieht hier sehr schön am Klee, dass da sich der Blattrandkäfer natürlich auch sehr wohl fühlt. Das heißt also, auch wenn Sie das erste Mal Ackerboden anbauen, müssen Sie tunlichst auf diesen Blattrandkäfer achten. Der Blattrandkäfer frisst am Blattrand, wie der Name schon sagt. Das ist im Prinzip nicht so schlimm, wobei das hier schon starke Fahrschäden sind. Das eigentliche Problem ist, dass die Larve sich an die Knöllchen oder in die Knöllchen in den Boden daran rumfrisst und dann quasi die Knöllchen von innen aushöhlt und dadurch die Stickstoffversorgung der Ackerbohnen eingeschränkt ist. Interessant wäre natürlich jetzt zu erfahren, wenn man das mit tiefer Aussaat koppelt, was wir damals nicht bonitiert haben, ob man da irgendeinen Vorteil gegen diesen Blattrandkäfer vielleicht hat. Wasserbedarf Ackerbohne ist von Herrn Böse auch mit den Grafiken sehr schön angesprochen worden. Ich möchte dazu zwei praktische Bilder liefern. Das ist unser Ackerbodenbestand 2019. 20.07. habe ich das Foto aufgenommen, eine sandige Stelle im Acker. Die Pflanzenhöhe war da bei den Ackerbohnen etwa 50 cm und die Hülsenanzahl flächendeckend ungefähr bei 2 Hülsen. 100 Meter weiter in einer etwas lehmigeren Stelle, in einer Senke, hatten wir eine Pflanzenhöhe von ungefähr 1,90 Meter und eine durchschnittliche Hülsenzahl auf den Quadratmetern von etwa 50 Stück. Das soll einmal verdeutlichen, erstmal wie unterschiedlich das bei uns auf dem Acker ist, aber es soll auch verdeutlichen, zu was die Pflanze in der Lage ist. Wir haben mal einen Landessortenversuch zu meiner Zeit durchgeführt mit Ackerbohnen, wo wir von der im Durchschnitt des Standortes über 100 Doppelzentner Ackerbohne geerntet haben. Die Pflanze kann das. Das ist an dieser Stelle durchaus möglich gewesen, dass hier kleinräumig 100 Doppelzentner stehen. Aber dann natürlich auf dem Berg, wo diese zwei Hülsen nur dran sind, da kommen wir vielleicht auf 5 bis 10 Doppelzentner. Und im Schnitt kommen wir dann irgendwo bei 45 Doppelzentner raus, was es in dem Jahr dann im Endeffekt war. Aber das nochmal verdeutlichen, die Bohne braucht Wasser. Und wenn sie das Wasser hat, ausreichender Menge, dann ist sie imstande, wirklich sehr hohe Erträge zu liefern. Das kommt auch bei anderen Versuchen immer sehr stark wieder raus. Noch kurz zur Ernte und Lagerung. Da wünscht man sich natürlich, dass der Bestand dann so aussieht bei der Ernte, schön kross, dass sie wirklich gut durch den Mähdrescher gehen. Bei uns ist die Ernte Ende August, Anfang September. Da das eine Saatgutproduktion ist, darf es nur wenig mechanisch belastet sein. Deswegen legen wir die Ackerbohnen ins Flachlager mit Belüftungskanälen oder Panzertopkanälen. Und die werden dann erstmal runtergekühlt, beziehungsweise dann mit einem Brenner vom Gebläse mit maximal 40 Grad, weil es ja eine Saatgutproduktion ist, dann getrocknet und dann wirklich auch wieder nur mit dem Frontlader ausgeladen, sodass wir da keine Schnecken, Elevatoren oder Redler dazwischen haben, die die Ackerbohnen in irgendeiner Form beschädigen können. Ja, soweit erstmal die Ausführungen zum praktischen Anbau bei uns. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich dann auch auf eine interessante Diskussion.
Herr Algermessen, vielen Dank für Ihre Ausführungen, ja, für Ihren Erfahrungsbericht. Sie haben berichtet, wie Sie es wirklich auf Ihrem Betrieb machen, wie Ihre Erfahrungen sind. An einer Stelle, und zwar bei der Aussaat, möchte ich gerne direkt einmal nachhaken. Sie hatten zur Aussaat die Zinken oder die sogar Strip-Till-Maschine im Einsatz. Haben Sie mit herkömmlicher Technik denn auch schon mal dann die Ackerbohne gesät und wie ordnen Sie eigentlich so die beiden Verfahren letztendlich ein für die Ackerbohne? Also diese Strip-Till-Maschine, das ist nicht unsere Standardmaschine auf dem Betrieb. Wir fahren eine ganz normale Drillkombination, 3 Meter Lemkin Saphir, mit der wir sonst alles drillen. Die Strip-Till oder die Slane war nur ausgeliehen, eignet sich aber für Ackerbohne sehr gut, weil sie einfach auf die Tiefe kommt. Das kriegen Sie mit einer normalen Scheibensämaschine wirklich auf 12 Zentimeter nicht hin. Dadurch ist es natürlich für die Ackerbohne, wie gesagt, etwas besser geeignet. Was ein bisschen, wir haben auch schon mal mit der mechanischen Lemkin Saphir gedrillt, mit der Kombination. Da kommen wir auf ungefähr 5 bis maximal 6 Zentimeter mit ganz hohem Schardruck. Was besser ist bei diesem engen Reihenabstand von 12,5 Zentimeter der Lemkin Saphir ist, dass wir relativ schnelle Bodendeckung haben. Das haben wir bei der Clayton nicht so, weil die etwas breitere Reihe hat, doppelter Reihenabstand. Oder noch etwas mehr sogar. Und das ist eigentlich so ein bisschen noch der Nachteil bei der Clayton, was der Vorteil bei der normalen Lemkin Saphir ist. Aber für mich ist eigentlich die Aussaattiefe auch dann entscheidend und von daher nutzen wir ganz gerne diese Maschine. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne noch direkt eine Frage von den Zuschauern mit aufnehmen. Und zwar sammelt Raps nach Bohne oder aber früherer Erbse den fixierten Stickstoff noch dankbarer als Getreide? Sie hatten uns gezeigt, dass Sie nach der Bohne den Weizen anbauen. Und sicherlich haben wir sowieso immer die Diskrepanz Erntetermin, Ackerbohne, Aussaat, Raps, aber vielleicht in sehr trockenen Jahren, wo die Ackerbohne früh geerntet wurde, die Rapsaussaat nach hinten geschoben wurde. Haben Sie sowas bei Ihnen in der Region schon mal gesehen? Kam es vor? Wie hat der Raps dann den Stickstoff verwertet? Also es ist richtig, der Raps ist eigentlich der beste Stickstoffverwerter im Herbst. Bei Weizen kommen wir in der Regel nur vielleicht auf 20 Kilo N, maximal vielleicht 25, 30 Kilo N, die der Weizen aufnehmen kann vor Winter. Besser ist noch, etwas besser ist noch Gerste, aber am besten ist wirklich Raps, der teilweise in der Lage ist, 100 Kilogramm N aufzunehmen. Von daher wäre eigentlich nach der Ackerbohne, die viel Stickstoff hinterlässt, der Raps die vorzüglichste Frucht in dem Sinne. Das ist bei uns hier oben etwas schwierig, weil wir, ich sag mal, so eine Deadline beim Rapsanbau oder Aussaat haben von etwa 10. September. Da ist dann wirklich, sollte man auch danach eigentlich keinen Raps mehr drillen. Und das kann schon mal mit, oder das in vielen Jahren kneift das dann auch mit der Ernte von der Ackerbohne. Ich gebe Ihnen recht, in guten Jahren kann das funktionieren und wäre auch eine gute Kombi. Aber darauf kann man sich dann nicht verlassen und von daher ist das immer noch unser System, was wir dann fahren, dass wir Weizen danach bauen. Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Algermissen. Ich würde gerne auch den Herrn Böse in die Diskussionsrunde wieder mit aufnehmen und würde Ihnen, Herrn Böse, auch gerne die nächste Frage stellen. Und zwar wird der Anbau von Winterbohnen in Zukunft nicht interessanter, da ja jetzt vor Sommerung eine Winterbegrünung stattfinden muss. Die Frage wurde im Chat bereits kommentiert. Einfluss hat sicherlich da zum einen die länderspezifischen Regelungen der Düngeverordnung und ob ich zu der folgenden Sommerung tatsächlich Stickstoff düngen muss. Herr Böse, vielleicht können Sie uns einmal da helfen, das einzuordnen. Was ist aus rechtlicher Sicht dort gefordert? Und würde andernfalls eine Zwischenfrucht den Sommerleguminosenanbau irgendwo einschränken? Zu den rechtlichen Bedingungen kann ich jetzt tatsächlich weniger antworten, aber ich kann zum Anbaupotenzial von Winterrungen, von Winterackerbohnen oder Erbsen auch antworten. Der Züchtungsumfang ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und wird auch weiterhin im Fokus bleiben. Für uns sind schwerpunktmäßig weiterhin England, Frankreich und auch Deutschland Schwerpunkt und da selektieren wir auch aktiv in den Ländern. Die Ackerbohnen sind winterhart und man hat das ja in diesem Jahr jetzt, denke ich, eindrucksvoll gesehen, dass die auch sehr kalte Temperaturen gut abpuffern können. Okay, vielen Dank.
Herr Böse, eine weitere Frage an Sie von Herrn Horn. Wir haben Erbse und Bohne in der Fruchtfolge. Wie verhält es sich da mit den Anbaupausen? Was sollte man einhalten, beachten? Da gab es eine weitere Frage, ich möchte Sie direkt anschließen. Anbaupausen nur zu sich selbst oder auch zu anderen Leguminosen? Also wenn Sie da noch einmal bitte drauf eingehen. Die Anbaupausen sind immer zur Hauptfrucht Leguminose zu sehen, also sowohl Ackerbohne als auch Erbse oder Lupine oder Sojabohne würde ich als Anbauabstand damit einbeziehen. Das hatte ich ja auf der Folie, stand 4 Jahre bei Ackerbohnen und 6 bei der Erbse, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und auch mit Legumen-Zwischenfrüchten diese Anbaupausen mit einhalten, weil es Hinweise gibt, und die sind, denke ich, auch bekannt, dass auch Legume-Zwischenfrüchte Krankheiten übertragen, die sich negativ auf den Leguminosenanbau auswirken, also Fußkrankheiten. Okay, damit haben Sie auch schon, ich denke, sehr gut die Frage von Herrn Wierling beantwortet, die da lautete: Wie sind beim Anbau von Leguminosen Anteile von Erbsen oder Ackerbohnen in der Zwischenzucht zu bewerten? Also Sie mahnen letztendlich da auch zur Vorsicht und durchaus diese Anbaupausen auch einzuhalten. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau, grundsätzlich sollte man in Leguminosenfruchtfolgen darauf verzichten, die auch in der Zwischenfrucht zu verwenden. Es gibt sicherlich einzelbetriebliche Erfahrungen, die das jetzt anders darstellen würden, auch wenn der Hinweis jetzt vielleicht auf kleinkörnige Leguminosen käme. Aber um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, um sich keine Fruchtfolgekrankheiten mit in die Fruchtfolge oder auf die Flächen zu holen, würde ich das pauschal verneinen, Legume Zwischenfrüchte auch damit aufzunehmen. Okay. Die nächste Frage: Gibt es bei den Referenten Erfahrungen mit Mischanbau, Hafer, Tritikale? Ist bezüglich Krankheitsbefall eventuell hilfreich? Vielleicht, Herr Algermissen, Sie selber bauen Sie sicherlich als Reinsaat an die Ackerbohne, aber vielleicht auch Erfahrung aus Ihrer Tätigkeit als Berater. Können Sie uns da was sagen? Also wie gesagt, bei uns schließt sich das ja aus durch die Saatgutproduktion. Ich selber habe in der Beratung wenig bis gar nicht über diesen Mischanbau beraten. Es ist natürlich eine interessante Sache. Man muss sehen, dass man das dann wieder getrennt kriegt. Ob das wirklich vom Krankheitsbefall besser ist, man kennt das auch anderen Mischanbauten, dass das was bringt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall Vorteile hat. Aber wie gesagt, direkte Beratungsempfehlung hatte ich da damals nicht und könnte ich jetzt auch so nicht wiedergeben. Okay, Herr Böse, ich würde Sie bitten, die Frage auch nochmal oder dazu nochmal Stellung zu nehmen, und ergänze aber um eine weitere Frage, die genau auch zum Thema passt. Von Frau Hotz: Eignen sich Ackerboden oder Erbsen besser für den Anbau im Gemenge mit Hafer? Ja, also das ist ja besonders im ökologischen Anbau weiter verbreitet, und da bietet diese Kombination aus Getreide und beispielsweise Ackerbohnen den Vorteil der schnelleren Bodenbedeckung, weil die Ackerbohnen relativ langsam den Boden bedecken. Die Erbse ist per se sehr gut im Mischfruchtanbau geeignet. Die Erbse hat auch den Vorteil, dass sie schneller den Boden bedeckt und dann auch Unkraut unterdrückt. Hafer habe ich positive Rückmeldungen bekommen, dass es auch in den Sommerungen gut funktioniert. Ansonsten ist der Gemengeanbau auch häufig im Winteranbau zu finden, also gepaart mit Winterleguminosen, und da eben häufig Tritikale. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir über das Thema Anbaupausen gesprochen und Gemengeanbau. Jetzt habe ich das in einer Frage auch noch einmal kombiniert. Herr Böse, ich würde Sie da auch noch einmal zu bitten, noch mal das kurz zusammenzufassen. Wie ist die Verträglichkeit in der Fruchtfolge bei Gemengeanbau in Kombination mit Sommergerste in dem Fall? Falls die Frage darauf abzielt, die Verträglichkeit
wieder in Bezug auf Leguminose würde ich das genauso wie in reinen Saaten beantworten. Die normalen Anbauabstände sind dort auch einzuhalten, weil ich davon ausgehe, dass der Anteil im Gemenge von Leguminosen doch deutlich über 50% liegen würde. Okay, danke sehr. Herr Böse, ich würde gerne noch bei Ihnen bleiben. Eine Frage von Herrn Siegel. Habe letztes Jahr in den Ackerbohnenbeständen kümmernden Pflanzen je eine sehr große Larve gefunden. Aussehen und Größe ähnlich wie Maiszünstler. Haben Sie einen Tipp, was das sein könnte? Ja, es ist schwierig, jetzt ohne Bild darauf zu antworten. Herr Algermissen hatte auch die Larve vom Blattrandkäfer angesprochen. Die kann man mit dem bloßen Auge erkennen. Die ist, sag ich mal, Millimeter, vielleicht 2 Millimeter lang. Das könnte die Larve gewesen sein, aber Ferndiagnose schließt sich da an der Stelle aus. Ferndiagnose ist schwierig. Okay, Herr Siegel hat noch eine zweite Frage. Entsteht ein Schaden, wenn Hummeln die Blüten der Ackerbohne aufbeißen? Nein, ich weiß, was damit gemeint ist. Die Hummeln stechen tatsächlich die Blütenblätter an, aber die Hummeln sind unser wichtigster unsere wichtigste Bestäubungshilfe, da sie einen Großteil des Ackerbohnenpollens transportieren. Und Schäden gibt es dadurch ausdrücklich nicht. Okay, danke sehr. Herr Algermissen, Sie haben in Ihrem Vortrag auch von Blattdüngung gesprochen. Dazu hätte ich dann auch noch mal einmal eine Frage aus dem Publikum. Gibt es Erfahrungen im Bereich Mikronährstoffe? Habe mal einen Streifen Mangan gespritzt, in dem Fall war es in der Wintererbse. Das hat man bis zur Ernte durch dunklere Blattfarbe gesehen. Herr Algermissen, wie ist Ihre Erfahrung? Also, dass sich dadurch die Blätter verfärben bei Ackerbohnen, die Erfahrung habe ich nicht. Diese Blattdüngung ist bei uns eigentlich eine Standardmaßnahme, die wir in allen Kulturen fahren. Und das wurde auch in Versuchen deutlich, dass so eine Blattdüngergabe mit beispielsweise 5 Kilo Mangan oder 3 Kilo Bittersalz eigentlich eher dann noch so ein bisschen die Vitalität der Ackerbohnenbestände fördert. Dass das negativ ist, das konnte ich überhaupt nicht beobachten, nein. Okay, vielen Dank. Wir bleiben einmal beim Thema Düngung. Herr Böse, wie sieht es mit der Düngung mit Kompost aus? Da habe ich selber gar keine Erfahrung. Würde ich ein bisschen auf den Stickstoffanteil des Kompostes abhängig davon machen. Wenn der zu hoch ist, schließt sich das ein bisschen aus, weil Stickstoff per se die Knöllchenbildung hindert und das besonders im frühen Stadium, wenn man der Pflanze von vornherein den Anreiz gibt, dass Stickstoff anderweitig zur Verfügung gestellt wird, dann legt sie auch gar keine Knöllchen an und dann ist die Gefahr, dass nach hinten heraus diese Aktivität einfach fehlt, zu groß. Ich würde das vom Stickstoffgehalt abhängig machen. Okay, Sie hatten gerade die Knöllchenbildung angesprochen. Genau dazu haben wir auch noch eine Frage reinbekommen in den Chat. Und zwar, wird eine Saatgutimpfung zur Förderung der Knöllchenbakterien empfohlen? Die Frage richtet sich nicht speziell auf Ackerbohne oder Körnererbse. Deswegen würde ich Sie bitten, einmal das für beide zu beantworten. Da muss man ganz genau achten, über welche Kultur sprechen wir jetzt. Bei Ackerbohnen und Erbsen kommen kommen die Bakterien natürlicherweise in unseren Böden vor. Da ist keine Knöllchenimpfung oder Bakterienimpfung angeraten. Wenn wir darüber hinaus über Sojabohnen oder auch über Lupine sprechen würden, dann ist das was anderes. Das sind andere Bakterienstämme, die nicht natürlicherweise in den Böden vorkommen. Und da ist eine Impfung anzuraten. Bei Ackerbohnen und Erbsen aber ist das nicht der Fall. Okay, vielen Dank. Wir kommen jetzt noch einmal zu den Sorten. Gibt es Sortenunterschiede im Hülsenansatz? Und was ist der größere Einflussfaktor? Ist es die Sorte, der Aussaatzeitpunkt oder die Aussaattechnik? Es ist vor allem der Boden und Wasserverfügbarkeit.
Die Sorten natürlich auch, weil sich die Ertragsleistung in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Da das aber nicht der einzige Züchtungsschwerpunkt ist, nämlich für uns auch die Standfestigkeit und die Druscheignung wichtig sind, haben sich die Pflanzen eher, also im Vergleich zu sehr früh, also zu älteren Sorten deutlich, sind die kürzer geworden, die Ackerbohnen. Wenn man das aber in den letzten 10 Jahren betrachtet, sind die wieder etwas länger geworden, aber sind standfest geblieben. Das hat damit was zu tun, dass der Platz an der Pflanze einfach begrenzt ist, wo Hülsen angesetzt werden können. Und je höher die Pflanze, desto mehr Potenzial, um auch Hülsen zu bilden. Da ist einfach der Kompromiss zwischen Pflanzenlänge und Standfestigkeit dann unser Ziel. Okay, vielen Dank. Nochmal eine weitere Frage an Sie, Herr Böse. Was ist bei Trockenstress die bessere Wahl? Dicke Bestände, um Hülsenfall zu kompensieren, oder dünne Bestände mit dem Ziel ertragreicher Einzelpflanzen? Ja, wir wissen ja vor der Aussaat nicht, ob der Trockenstress kommt. Ich würde aber von vornherein nicht mit einer Erhöhung der Saatstärke dagegen anarbeiten, weil dann hinterher die Pflanzen sich gegenseitig um Wasser und Nährstoffe so konkurrieren, dass am Ende für die Einzelpflanze zu wenig übrig bleibt und darunter nicht nur der Hülsenansatz leidet, sondern wahrscheinlich auch die Standfestigkeit. Und deswegen würde ich lieber etwas weniger Körner sehen, aber die dafür gut in die Erde bringen. Okay, ich würde noch circa zwei Fragen zulassen, bevor wir dann langsam zum Ende der Veranstaltung kommen. Und zwar die nächste richtet sich an Herrn Algermissen. Sehr geehrter Herr Algermissen, haben Sie Erfahrung mit dem Anbau in weiter Reihe, sodass mit der Hacke gefahren werden kann? Wie sehen Sie die mechanische Unkrautregulierung in der Ackerbohne? Das ist durchaus ein ganz interessanter Punkt. Wir haben natürlich mit der Clayton einen etwas weiteren Reihenabstand als mit der Normalsaat, sodass wir von der Theorie her mit der Hacke fahren können. Das ist auch schon mal angedacht worden bei uns. Also das soll in den nächsten Jahren mal realisiert werden. Soweit sind wir leider noch nicht. Aber ich sehe diese mechanische Unkrautbekämpfung als zusätzliche Strategie im Frühjahr, auf wechselnde Witterungsbedingungen zu reagieren. Wenn wir ein trockenes Frühjahr haben, dann ist erfahrungsgemäß die Bodenherbizidwirkung eingeschränkt. Ich kann aber mit mechanischen Geräten, Striegel und Hacke sehr gut agieren. Wenn es andersrum ist, wir haben ein feuchtes Frühjahr, sind die Bodenherbizide natürlich sehr gut, greifen sehr gut und wir können das Ganze dann mit der Pflanzenschutzspritze lösen. Also das sehe ich sehr interessant, das Thema, und ich werde mich da auf jeden Fall auch noch mit befassen, aber wie gesagt, soweit waren wir noch nicht fortgeschritten. Okay, vielen Dank. Jetzt möchte ich noch einmal den Block Pflanzengesundheit etwas abarbeiten und bedienen. Herr Böse, welche Fuß- und Stängelkrankheit kennt man und was kann man dagegen tun? Fusarien sind verbreitet oder sind bekannt bei Leguminosen und darunter zählen mehrere Krankheiten. Das ist jetzt nicht nur Fusarium als einzige, da zählt auch Pythium darunter. Eine Ackerhygiene ist wichtig. Anbaupausen hatte ich genannt und da auch wieder die Interaktion mit Zwischenfrüchten, mit Legumen, Zwischenfrüchten. Es wird von weiteren Krankheiten, beispielsweise Sklerotinia, auch berichtet, die ja auch in anderen Kulturen vorkommen. Da sind es sicherlich die Anbaupausen, die da mit am ausschlaggebendsten sind. Und der Einsatz von Z-Saatgut sichert natürlich auch die Qualität des Bestandes, insbesondere auf samenbürtige Krankheiten, beispielsweise Brennfleckigkeit. Das hat Vorteile, Z-Saatgut dort zu verwenden.
Ja, da gehen wir schon in die Richtung der nächsten Frage. Ich habe noch zwei Fragen zum Thema. Die nächste wäre, wie hoch sind die Sortenunterschiede bei der Ackerbohne bezüglich Anthracnose-Anfälligkeit? Anthracnose ist mir bei Ackerbohnen gar nicht bekannt. Das ist eine Krankheit aus Lupinen. Also Ja. auf die Frage kann ich so nicht antworten. Okay, ne, das wird die Antwort sein. Was wir aber in Ackerbohnen definitiv kennen, sind die Nanoviren. Gibt es dort bald resistente Sorten? In naher Zukunft sicherlich nicht. Es gibt aber das Bestreben, das auf Forschungs- und Züchtungsebene voranzutreiben. Und da ist die Züchtung weiß um diesen Punkt. Viren sind ein großes Thema neben anderen Insekten, die wir alle mit auf der Liste haben, wo drauf selektiert wird, ja. Okay, vielen Dank, Herr Böse. Dann möchte ich dann doch vielleicht noch die dann wirklich letzte Frage zulassen. Dann haben wir sie aber auch ziemlich alle abgearbeitet. Und zwar, kommt die Körnererbse auch ohne Flugfurche klar? Eine zweite Frage, genau zum gleichen Thema. Haben wir Erbsenanbau ohne Pflügen gut möglich? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Vielleicht da zum Anbau der Erbsen noch mal einmal. Würde ich auch bejahen, dass es ohne Flugfurche möglich ist, wenn der Boden ausreichend gelockert ist und da die tiefe Lockerung schon im Herbst erfolgt, muss im Frühjahr nur noch der Saathorizont aufgezogen werden. Wichtig ist, dass die Erbse, ich sag mal, auf 20 cm keine wirkliche Störschicht hat. Und der einzige Vorteil der Flugfurche würde ich in der schnelleren Bodenerwärmung sehen. Was jetzt aber nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, zu sagen, das geht ausschließlich mit Flugfurche. Also es ist, ich kenne viele Betriebe, die es auch in Mulchsaat durchführen. Okay, vielen Dank. Ja, wir sind am Ende unserer Diskussionsrunde. Lieber Herr Böse, lieber Herr Dr. Algermissen, ich bedanke mich nochmals ganz recht herzlich bei Ihnen, bei Ihrer, ja, den Erfahrungen, die Sie uns heute mit auf den Weg gegeben haben, aus der Züchtung, auch mit dem Blick aus, über Deutschland, über die Grenzen Deutschlands hinweg und dann aber auch, Herr Algermissen, Ihre Erfahrung vom eigenen Betrieb. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke ebenfalls. Liebe Zuschauer, sollten Sie im Nachhinein noch Fragen haben, können Sie diese gerne an praxisdialog@saaten-union.de senden. Ja, heute kann ich leider auf keine weitere Veranstaltung verweisen, da wir heute mit der 13. Folge auch die letzte Folge im Praxisdialog Agrar ausgestrahlt haben. Dennoch möchte ich auf die Seite praxisdialog.tv verweisen. Dort finden Sie nochmal alle Aufzeichnungen aller Termine. Wir haben sehr viele Themen vom Dinkel über Hafer, über Braugerste, Roggenanbau, aber auch das Thema Düngung, Pflanzenschutz, Zwischenfruchtanbau, mechanische Unkrautbekämpfung. Auch das war heute wieder Thema bearbeitet. Also schauen Sie da gerne auch nochmal rein. Da kriegen Sie dann nochmal die Infos in den anderen Serien. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie heute wieder mit dabei waren, dass Sie so zahlreich die Fragen gestellt haben. Ich bedanke mich, weil es die letzte Sendung ist, auch bei der Saatenunion, besonders bei Stefanie Rinne, die die ganze Serie begleitet hat. Auch bei meinen Kollegen hier aus Hiltrop, aus der Technik und aus der Regie, dass sie die ganze Zeit nervenstark mit dabei waren. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich ein erfolgreiches Ackerbaujahr. In vielen Regionen gibt es diese Woche eine kleine Pause, was die Ackerarbeiten angeht. Ich hoffe aber, dass auch Sie schnell wieder auf die Flächen kommen, um Ihre Bestände weiter anzudüngen. Darüber hinaus hoffe ich natürlich, dass Sie ausreichend Niederschläge bekommen, die auch gut verteilt, sodass da guten Erträgen im Sommer und Herbst nichts im Wege steht. Aber ganz besonders wünsche ich Ihnen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.